Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Combo oder Tipps und Tricks Video zu Spiritual Beast slash Tamer. Kam ja nach dem Review ein paar Anfragen von euch zu dem Deck. Auch wenn jetzt nach der YCS der Hype ein bisschen runtergegangen ist zu dem Deck. Hoffe ich, interessiert das immer noch ein paar Leute von euch. So, ich habe zwei Combos für euch. Die sind jetzt halt nicht unbedingt sofort offensichtlich, also. Wenn man sich krass mit dem Deck auskennt, dann wird man die wahrscheinlich kennen, aber wenn ihr euch gerade erst mit dem Deck beschäftigt und überlegt, das zu spielen, dann könnten die vielleicht ganz hilfreich sein. So, als erstes haben wir die TT-Kombo. Das ist halt eine Kombo, in dem ihr TT wie Rageki benutzen könnt, indem ihr die richtigen Sachen zur richtigen Zeit unchaint. Dazu braucht man halt nur TT und ein Fusionsmonster. In dem Fall habe ich halt Ulti Kanahok genommen. Also der erste Schritt ist, ein Monster muss beschworen werden. Entweder der Gegner oder ihr selbst könnt einfach ein Monster beschwören. Auch das Fusionsmonster selbst an sich. Also das Monster wird halt beschworen. Und ihr chaint dann auf die Beschwörung Defusion. Also defusioniert dann. Und dann als drittes aktiviert ihr TT. Immer noch auf die Beschwörung. Also nur weil man das nicht als erstes Kettenglied unmittelbar auf die Beschwörung aktiviert, heißt es das nicht, dass man nicht mehr auf die Beschwörung reagieren kann. Also könnt ihr immer noch euren TT aktivieren. Dann löst sich die Kette halt, wie jeder weiß, von hinten auf. Also wird TT ausgelöst, zerstört alle Monster auf dem Feld und dann wird er halt defusioniert. Kann auch zurück ins Extra Deck und die zwei Materialien werden aufs Feld gespecialt und ihr habt dann sozusagen TT wie Rageki benutzt. Also das gegnerische Feld geräumt, aber euer Feld ist halt dann noch voll. Das nächste Combo haben wir nicht unbedingt eine Combo, sondern ein Trick. Und zwar wie man Kanahok seinen Effekt voll ausnutzen kann, so dass man halt am wenigsten Ressourcen verbraucht, beziehungsweise Ressourcen spart, indem man sich halt ein paar Karteneffekte und Spielmechaniken und Regeln zu nutzen macht. Dafür brauchen wir halt Kanahok auf dem Feld und zwei Ritual Beast, drei Ritual Beast Monster, die gebannt sind. Am besten halt zwei Ritual Beast Monster und ein Tamer, weil die Ritual Beasts haben halt Effekte. Ist halt besser, weil man die specialt. Also als erstes aktiviert ihr den Effekt von Ulti Kanahok, wählt als Ziel den Tamer und einen von den zwei gebannten Spiritual Beast Monstern. Dann als zweites chaint ihr auf den Effekt wieder Defusion an. Und diesmal wählt ihr als Ziel das andere Spiritual Beast Monster, was ihr beim ersten Mal nicht als Ziel gewählt habt. Und den Tamer, den ihr beim ersten Mal auch als Ziel gewählt habt. Dadurch werden halt beide aufs Feld gespecialt. Und nur eins von denen geht in den Grave. Von den zwei, die als Effekt gezielt wurden von Kanok. Und Kanok geht halt wieder zurück ins Deck. Und wieso ist das halt möglich? Weil das zurück auf den Friedhof legen sind keine Kosten von Kanaok, sondern nur das Wählen sind die Kosten. Und dann kann man es halt unchainen und dadurch, wie der Kartentext von Kanaok formuliert ist, reicht es, wenn nur eine von den zwei Karten zurück auf den Friedhof gehen, damit der Effekt von ihm resolved. Also, das wissen halt, glaube ich, nicht viele. Also dachte ich mir, das ist ein ganz nützlicher Tipp. Spart halt Ressourcen, was halt immer sehr wichtig ist. Und hoffe, konnte euch weiterhelfen. Das war so ein kleiner Tipps und Tricks Combo Video zu Spiritual Beast. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren und checkt wie immer unsere anderen Videos ab. Ansonsten war es das, Leute, und ciao.